Ich bin Marie, bin 38 Jahre alt, habe mittlerweile 2 Kinder und arbeite als mittlerweile Area Lead für die Bereiche Games und Payment bei den E-Sailers. Ich bin Nora, arbeite bei E-Sailers in Team Games als QA-Engineer. Ich habe nach meinem Abi erstmal ein Jahr Praktikum gemacht in Systemhäusern und habe tatsächlich Hardware geschraubt. Fand das ganz spannend und habe dann duales Studium absolviert in der Wirtschaftsinformatik. Habe dann in einer Werbeagentur gearbeitet, also direkt auf der anderen Seite eigentlich, und wurde dann von einem Headhunter angerufen. Ich habe dann bei E-Sailers angefangen, quasi als Bindeglied zwischen Marketing und Technik, und habe so ein bisschen die Anforderungen aus dem Marketing übersetzt für die Techniker und habe die Sachen eingeplant, und das hat großen Spaß gemacht. Ich habe Informatik studiert an der HW Hamburg und habe dann einen Nebenjob gesucht, bin dann auf E-Sailers gekommen. Meistens ist es ja so, dass man als Bewerber eine Bewerbung rausschickt und dann darauf wartet, dass man zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Bei uns im IT-Bereich läuft das anders, weil der Markt so hart umkämpft ist. Es ist eigentlich eher so, dass wir uns bewerben. Das ging echt schnell, das habe ich gar nicht erwartet. Also ich dachte, ich muss ein bisschen mehr Aufwand treiben, um an einem Job zu kommen in der IT. Das war einfacher als gedacht. Gerade wenn man Frauen einstellt, hat man einfach nochmal andere Sichtweisen im Team, andere Impulse. Bringen nochmal ganz viel Empathie mit ins Team, können verschiedene Rollen übernehmen. Also wir suchen wirklich immer gute Leute und im Speziellen natürlich Frauen, weil die einfach Mangelware sind auf dem Markt. Ein ganz großer Punkt für mich als Mutter von 2 Kindern ist die Flexibilität. Denn dadurch, dass wir halt agil arbeiten und sehr selbstorganisierte Teams haben, ist es selbst für mich in der Führungsposition möglich, Teilzeit zu arbeiten. Und ich glaube, diese Möglichkeit hat man nicht in sehr vielen Unternehmen. Also ich kann auch Homeoffice machen, von zu Hause arbeiten. Ich kann meine Arbeitszeit so gestalten, wie es bei mir passt, dadurch, dass wir Gleitzeit haben. Man arbeitet in einem Team, man hilft sich gegenseitig, man lernt voneinander, man unterstützt sich und es macht sehr viel Spaß. Gerade in der jetzigen Zeit, wo Digitalisierung und Vernetzung extrem, extrem wichtige Themen sind, ist es doch eigentlich total spannend, sich zu überlegen, wenn jetzt zum Beispiel morgens der Wecker klingelt, dass gleichzeitig die Kaffeemaschine angeht und schon mal Kaffee kocht und im Bad die Heizung automatisch startet. Also hinter all diesen Möglichkeiten stehen technische Berufe. Dass ein Instagram toll funktioniert oder ein Snapchat oder was auch immer. Also diese Möglichkeiten, so coole Apps und Websites zu bauen, das ist doch großartig. Also da steckt so viel Kreativität hinter.